was rauskommt, wenn junge Leute wilde Tiere vor die Kamera bekommen. Engagement, ein Haufen Wissen und noch mehr Geduld. Gibt schöne Bilder. Und warum es manchmal heisst, oh nein. So? Ich habe dich nicht erzählt. Eindrückliche Gespräche zwischen den Generationen. Oh nein! Und wie immer wieder frisch improvisiert wird. Unglaublich kreativ. Voll analog, ohne digitalen Schnickschnack, zeigen es die jungen Leute, wie die Natur das funktioniert. Und dass so etwas Auswirkungen kann haben über Jahrzehnte, zeigt die Sendung auch. Die heutige Sendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, filmen wir auf einem markanten Felsen oben am Lago Maggiore im Sopra Ceneri im Tessin an. Und warum dass wir hier sind, das werden Sie am Schluss der heutigen Sendung verstehen. In der heutigen Sendung geht es um junge Leute, die bei einer Aktion mitgemacht haben, die wir in den letzten Sendungen von Netz Natur im Frühling ausgerufen haben. Schweizer Jugend filmt wilde Tiere. Insgesamt haben wir 17 Videos bekommen aus verschiedensten Gebieten der Schweiz. Im Netz Naturbüro im Fernsehstudio Leutschenbach in Zürich organisiert das Redaktionsteam die Psyche bei den Jungen, die Filme angemeldet haben. Jedes Fähnchen zeigt den Arbeitsort eines Videoprojekts. Der Reto Vetterli und Barbara Gollwitzer haben die jungen Leute per Mail und Telefon oder auch vor Ort betreut. Bei diesem Einsatz und der frischen Kreativität von diesen Produktionen ist es schwer gefallen, 5 rauszusuchen, die wir jetzt zusammen besuchen. Aber alle 17 kann man unmöglich in einer Sendung zeigen. Für das gibt es zum Glück das Internet. Zuerst geht es ins Eigental, nordwestlich von Pilatus im Luzernischen, zum 12-jährigen Tim. Ich bin Tim Schwegler, ich bin vom Eigental und habe einen Film über Rehe gemacht. Immer möglich ist der Tim mit Bergschuhen, Rucksack, mit der Kameraausrüstung und dem Velo das auf seinem Ansitz. Nicht weit von wo er wohnt, hat es einen Waldrand, wo man meistens wilde Tiere beobachten kann. Heute, wo wir ihn begleiten, hat es ein Rudel Gämsen. Der Tim macht die Kamera parat. Sie muss stabil fixiert sein, um auf die Distanz ruhig filmen zu können. Und dann braucht es viel Geduld und Durchhaltevermögen, um alles zusammenzukriegen, was es braucht für so einen Film. Doch langweilig wird es ihm nie. Es gibt immer etwas zu sehen und zu filmen. Auch wenn wir heute Dreh nicht um sind. Dafür ein Haufen Mal vorher, wie in seinem Video, der Rehbock. Und das ist jetzt euer Vierbock? Ja, das... Der grösste? Nein. Hat es noch grössere? Ja, wir haben noch grösser gesehen. Wann hast du den gefilmt? Das letzte Jahr? Das Jahr? Das Jahr. Im Frühling. Ja, der ist immer... Ich komme, das ist... Und das ist der Jünger? Ja, aber der ist ganz weit hinten in den Alpen. Da sind wir am Steinböck beobachtet und plötzlich säckelt der durch. Okay. Es ist auch erstaunlich, dass die auch überall sind. Der hat jetzt gesehen, mit der ganz helle Stange, der hat frisch gefegt. Ja. Ja, und im Frühling tun die Böcke ihr Revier markieren. Mhm. Und der war letztes Jahr schon in diesem Revier und hat es wieder behaupten. Ja. Und das ist der, den ich eigentlich immer gesehen habe. Das ist der, den du immer gesehen hast. Ja. Aber der ist gar nicht so stark. Nein, nur knapp 6 cm. Mhm. Und das ist
Und das ist der trächtige Rehgeiss. Ja. Genau. Die Geiss steckt noch im Winterfähli. Sie ist auf der lokalen Wiese sehr gut getarnt. Doch ihre Weissspiegel hat sie verraten. Der Spiegel, das ist der weisse Fleck. Der ist bei den Geissen herzförmig und bei den Böcken nierenförmig. Hier sind wir an einem Abend. Sind wir an dem Ort, wo ich sonst einmal filmen wollte, war das. Dann hat es plötzlich so richtig geräbelt im Wald oben. Und dann habe ich die Kamera aber angemacht. Dann habe ich sie hier rumsäckeln. Sind immer hier ein Waldlein, einen raus, ein Waldlein. Immer hin und her. Und dann siehst du auch, manchmal so, wo es abgetrampelt ist. Das sagt man so als Hexering. Mhm. Ja. Und ab dem 1. Mai ist auch der Sommerbock offen. Mhm. Und dann sind wir immer wieder ein bisschen schauen. Und ich habe auch noch viele andere Böcke verwünscht. Und jetzt schauen wir auf die Jagd später. Ja. Nachher ist mit dem Grossdaddy dürfen mitgehen. Ja. Dann haben wir nicht auch verwünscht. Und dann bist du nebendran gesessen? Ja. Aber wir mussten viel länger warten. Es ist nicht nur so schnell gegangen. Genau. Ja. Das ist eigentlich noch relativ bei sehr gutem Licht gekommen. Ja. Ein sauberer Schuss hat dem Bock den Tod schnell gebracht. Der Schütz gibt ihm den Bruch. Das zu Ehren vom Tier mit dem letzten Bissen. Hasen haben wir auch schon gesehen? Oder? Ja, Hasen habe ich hier viel gesehen. Mhm. Ja. Schneehasen oder Feldhasen? Feldhasen, ja. Okay. Eigentlich konnte ich zwei miteinander filmen. Mhm. Und der Fuchs? Auch der Dachs? Als er geschaut hat, weil er hier irgendeinen Ast noch runterzieht, schnell. Dann habe ich mir angemacht und gefilmt und dann ist er wieder gekommen. Was hat er? So ein Ästchen hat er runtergenommen. Oder hat sich bewegt. Und dann dachte ich, jetzt kommt er. Das war wirklich noch ganz schön, wie er noch so geschmeckt hat, ob alles gut ist. Dann ist er mit dem zweiten rausgekommen. Und auch der Kuckuck oder der Gucker. Und eben auch der Adler. Mhm. Ja. Den nächsten Besuch machen wir nicht weit von Vila im Kanton Zürich bei der 9-jährigen Siria. Ich bin Siria und ich habe einen Film über Feuerwanzen gemacht. Feuerwanzen leben überall auf der Welt. Es gibt viele verschiedene Arten. Was den Lebensraum angeht, sind sie eigentlich ziemlich anspruchslos. Sie leben einfach dort, wo es genügend Nahrung gibt. Feuerwanzen können nicht fliegen, aber das ist nicht schlimm, denn die Nahrung kann auch nicht flüchten. Feuerwanzen sind Nützlinge, kein Schädling, weil sie dort die Insekten fressen, sie aber nicht selbst töten. Es gibt auch Halbnützlinge, wie ich sie nenne. Die unseren Garten zwar aufräumen helfen,
leider aber auch unsere Pflanzen fressen. Aber Feuerwanzen sind nur nützlich, weil sie dem Garten überhaupt nicht schaden. Wie lange bist du unterwegs für die Feuerwanzen und wie viel Material hast du denn insgesamt beieinander? Wie viele Clips? Pff, ich habe die nie gezählt. Aber etwa? Wenn ich jetzt die, die ich schon getrimmt habe, mitzähle, dann vielleicht so knapp 100. Sogar? Hei, hei. Ja, aber sind nicht alle brauchbar. Ja, man guckt mega rum. Und hast du mal gesehen, wie Feuerwanzen tatsächlich angegriffen werden? Nein. Nie? Eigentlich nicht. Und hast du mal gesehen, wie Feuerwanzen etwas anderes, ein anderes Tier angegriffen? Nein. Auch nicht? Also einmal tun sie so sich selber ein bisschen wegschubsen. Okay. Wenn sie irgendwo durchwählen oder so. Okay. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel da so ein Löchli wäre, und dann wird die Feuerwanze so da kommen. Und dann ist da so voll ein anderer drauf, dann müssen sie so wie eine Art Zitterschiebe und da durch. Okay. Wenn sie da durch will. Ab Mai beginnt die Paarungszeit. Sie dauert bis Mitte Juli. Und wo hat es am meisten Feuerwanzen jetzt hier im Garten? Also es hat mega viel da rein, weil da so... Dort, wo wir vorher gesehen sind? Nein, nicht da, einfach da rein, so im Kies, weil es da die Lindensamen hängen bleiben. Genau. Es hat aber auch eigentlich fast überall, also ja. Also komm, zeig mir das einmal. Kannst du dir vorstellen, wie sie uns jetzt sieht? Ja, also ziemlich groß. Ja, ziemlich groß. Wie wäre das, wenn wir jetzt so, was wäre das so im Vergleich? Ja, vielleicht so ein Baum. Vielleicht, ja, sogar ein Kirchturm oder noch größer. Ja. Es gibt eine ganz einfache Methode, um Feuerwanzen loszuwerden. Nämlich, indem man einfach ihre Nahrungsgrundlage entfernt. Aber bevor du jetzt deine Linde abholst und deine Malvengewächse wegschneidest, kannst du auch einfach schauen, dass du ihre Samen beseitigst. Auf Chemikalien und Balsamtannen würde ich verzichten, weil die Feuerwanzen dabei zu Schaden kommen. Der Film vom Lebensraum am Überschisee bei Thun ist ein von diesen Filmen, wo wir hier im Kurzporträt erwähnen. Denn wie gesagt, ist es leider nicht möglich, hier alle 17 Videos ausführlich vorzustellen. Gemacht hat der Film der 16-jährige Xavier. Eine wunderbare Collage mit passender Musik, von Impressionen, von Landschaftsstimmungen, von vielen Tieren und auch mit Bildern von Spuren, die der Mensch am See zurücklässt. Der 12-jährige Leon war auf dem Rhein bei Diessenhofen im Kanton Thurgau mit dem Kanu unterwegs und hat gefilmt, was ihm dort auf dem Wasser alles begegnet ist. Das sind ihm spezielle Bilder aus einer besonderen Perspektive gelungen. Die beiden 14-Jährigen, der Lukas und der Pascal, haben im Berner Oberland ein nasses Thema gewählt. Sie haben die glänzig schwarzen Alpensalamander gefilmt. Amphibien, die nur bei viertem Wetter unterwegs sind. Bei Regenwetter filmen ist nicht einfach und braucht Durchhaltewillen. Der 11-jährige Janis ist noch weiter in die Berge. Im Berner Oberland hat er einen Steigeis von ganz hoch. Und im Schweizerischen Nationalpark im Engadin junge Gämsen auf einem Schneefeld können filmen, wie sie lustig schlitteln. Sie sind so gut getankt wie Felsbrocken aus dieser Weite, aber sie sind Gämschen. Cynthia, die 15 ist, hat die natürliche Vielfalt am Stadtrand gefilmt. Stimmungsvolle Bilder und amüsante Szenen aus Lausanne und auch aus Gossau, wo sie wohnt. Der Jael, der Dario, die Marta und Milena, die alle um die 14 sind, haben im Schulprojekt vom Lehrer Micha Haldimar Störche im Raum Basel gefilmt. Schöne und eindrückliche Szenen aus dem Zolli und von der Storchenstation bei Möli. Das nächste Filmteam besuchen wir in Dittigen im Kanton Basel-Land.
Mein Name ist Aline. Ich bin Schülerin in der 6. Klasse von der Primarschule Dettingen. Ich habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen von meiner Klasse einen Film über einen Neuntöter gedreht. Hier bei uns auf der Dettingen Welt. Sie haben ein Lied als Filmmusik studiert und das Lehrerteam Dominik Brachbühl und Tobias Emmenegger haben sie bei diesem Projekt betreut. Hallo und herzlich willkommen bei Netz Natur. Heute sind wir im Lampedal auf der Suche nach einem sehr seltenen Vogel, den Neuntöter. Vor allem sind wir stolz auf unsere unzähligen Orchideen. Genau, auch diese Orchideen haben wir auf dieser Weide auch gefunden. Und wir haben fast keine Orchideen verdrängt. Das war nämlich gar nicht so einfach. Eine echt schöne Hummelorchis, sieht man hier. Und hier sind wir auch noch auf eine Handwurz gestossen. Ein Bähnchen trinkt von der Spitzorchis. In Dittigen gibt es auch mega viele verschiedene Schmetterlinge. Auf allen Blumen findet man sie und auf jeder Wiese. Das sind Bündner Strahlengeissen. Das ist eine sehr seltene Art. Die Geissen und Kühe sind Landschaftspfleger. Sie sorgen dafür, dass sich Dornbüsche nicht weiter ausbreiten. Einmal sind wir sogar am 5 Uhr morgen auf die Weide, in der Hoffnung, den Neuntöter zu filmen. Leider hat er sich nicht zeigen. Und hier haben wir gewartet, gewartet und gewartet. Was ich hier in meiner Hand habe, ist ein Schädel von einem Tier, das hier bei uns im Dorf mal gelebt hat. Das ist ein Schädel von einem Fuchs. Das Ziel von uns war, den Neuntöter zu filmen. Und das ist uns auch gelungen. Der Jonas und der Fabio erzählen. Wie viele Mal haben wir denn insgesamt gesehen? So, also schon über 10 Mal. Aber 10 Mal? Nicht immer auf der Kamera. Ja. Yeah. Okay. Aber es ist ja gerade, wenn wir die Kamera aufgebaut haben und gerade weg. Und wie ist das gesehen? Ihr habt ja ganz lange probiert, das zu filmen. Ja. Yeah. Und wie ist das gesehen, wo ihr das erste Mal in der Nähe von der Kamera gehabt habt? Was ist das für ein Gefühl gewesen? Also, ja, wir haben uns sehr fest gefreut und als wir ihn dann sicher auf der Kamera hatten, haben wir gejubelt. Wie hat das getönt? Ja, ein lang auf den Rücken geklopft und so. Okay. Ja. Das könnt ihr jetzt nicht einfach so nachmachen. He? Oft haben wir ihn auf einem Schwarzdornbusch oder auf einer Stromleitung getroffen. Uns ist es gelungen, das Nest vom Neuntöter zu finden. Aber weil er am Brieten ist, haben wir nicht näher ran dürfen. Wir haben nicht nur den Neuntöter probiert zu filmen, auch eine Fuchsfamilie. Und tatsächlich ist uns die Mutter über den Weg gelaufen. Wir hatten Glück, dass wir auch noch Reh gesehen haben. Am Schluss zeigen wir euch noch 2 Videos, die ein bisschen einen grösseren Einblick in die Tierwelt von Dettingen geben. Ein Video von einer Schlange und eins von 2 spielenden Luchs. Die Videos sind nicht von uns, aber wir dürfen sie zeigen. Merci vielmals für das. Ich weiss, dass es Luchs hier hat, aber die sehen wir nicht. Wir waren im Wald, haben sie gefilmt.
Über die heutige Welt gehen wir mit echt mit offenen Augen. Wir vom Film- und Schneideteam haben gemerkt, wie anstrengend es ist, ruhig zu sitzen, beobachten und ein Tier auf die Kamera zu bekommen. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal. Der nächste Teambesuch führt in seinen Wald bei Steffisburg zu 12-jährigen Zwilling. Ich bin der Leon. Und ich bin der Andrin. Wir haben einen Film gemacht über den Hauslotschwanz, die Bachstelze, die Rauchschwalbe, den Grünspecht, den Frosch, den Salamander, den Steinkutz und das Reh. Und wir haben auch einen Film gemacht über den Wunschspecht. Und ich habe die Schlange vergessen. Die beiden leben heute in Frankreich und machen ihre Filme auf Französisch. Für uns reden sie aber extra Deutsch. Die Spechte sind Vögel, die sehr gut auf den Bäumen klettern können, weil sie zwei Zehen nach vorne und zwei Zehen nach hinten haben. Mit seinem starken Schnabel meißelt er seine Bruthöhle aus dem Baum und man erkennt ihn als seinen gewaltigen Flug. Das Weibli vom Grünspecht hat eine schwarze Backe und das Grünspecht-Männli hat eine rote Backe. Und hier in ihrem Originalfilm zeigen sie Instrumente zum Imitieren von der Vogelstimme. Der Ruf vom Grünspecht. Der Grünspecht frisst Insekten. Am liebsten hat er Ameisen. Die Zunge vom Grünspecht ist sehr lang und sehr elastisch. Sie geht einmal ganz um den Kopf herum und ist im rechten Nasenloch angemacht. Er kann also nur durchs linke Nasenloch schnaufen. Zum Ameisen essen streckt er seine lange und kräbelige Zunge in die Gänge von der Ameisenhäufen und zieht so die Ameisen raus, die er in seinen Schnabel nimmt und frisst. Mit Karton, Leim und Faden basteln sie sich selber die Animationen für ihre Filme. Der Grünspecht hat einen harten Zungenspitz mit Widerhäkli. An diesen Widerhäkli spießt er die Ameisen und andere Insekten auf. Im Kaki vom Grünspecht kann man Ameisenreste finden. Von den Vögeln, die sie filmen, sammeln sie die Federn in der Natur. Dort, wo Greifvögel Beute gemacht und einen kleinen Vogel gerupft haben, findet man das ganze Gefieder. Hier zum Beispiel vom Buntspecht. Auch solche Collagen bauen Leon und Andrin ein in ihre Filme. Zwillingsbrüder filmen an ihrem Wohnort Frankreich oder bei einem Psyche im Bernbiet. Den Buntspecht gibt es an beiden Orten. Der Buntspecht ist schwarz, weiß und rot. Er wird etwa 24 cm lang. Ich will einen Film machen. Wie geht ihr davon? Bah, wir können neu mit laufen und nachher sehen wir die und nachher können wir die Kamera rausnehmen und filmen. Und was denn, tun ihr alles filmen? Ich meine, es hat so viele Tiere oben. Es hat Fliegen, es hat Eichhörnli. Mehr Vögel. Der Buntspecht schlägt mit seinem Schnabel die Rinde vom Baum weg, damit er die Larve darunter essen kann. Das ist eine Hirschkäferlarve. Damit der Buntspecht die harten Haselnüsse fressen kann, klemmt er sie in einer Rindenfurche ein und macht sie mit starke Schnabelschläge auf. Der Buntspecht frisst dann eine Sammlung. Der Buntspecht trinkt.
Was für Vögel können ihr denn noch nachmachen? Der Buntspecht. Und der macht das wie mit einem Meißel. Brrr. Ja. Und wie findet man Buntspecht? Wenn man geht in den Wald und man tut los, wenn er tut rummeln oder so. In welcher Jahreszeit ist das? Vom Mende Winter bis im Mai, ich glaube. Ja, so etwas. Aber wie hebt er sich, dass er nicht runtergeht? So? Ja. Wie viele Zehen hat er? Zwei vorne dran und zwei hinten. Okay. Und was macht ihr, wenn jetzt Leona etwas ganz Spannendes am Filmen ist und du siehst jetzt plötzlich ein Mäusebus angekommen, ganz nah? Was machst du denn? Ich nehme die zweite Kamera. Perfekt. Doch die beiden haben nicht nur für die Vögel die Kamera parat. Die Amphibien sind die, die man meistens im Teich sieht. Und man kann sie mit den Reptilien verwechseln. Im Frühling quaken die Frösche, um einen Partner zu finden. Die Kalkquappen essen Algen am Teichboden oder auf den Ästen, die ins Wasser gekriegt sind. Die jungen Salamanderlarven sind ganz schwarz und sie schnaufen mit ihren Kiemen. Erst wenn sie älter sind, bilden sich die gelben Flecken und Kiemen verschwinden. Erwachsene Salamander sind nachtaktiv. Wenn ein Salamander ein Bein, einen Schwanz oder sogar ein Auge verliert, kann es innerhalb von ein paar Monaten wieder zurückwachsen lassen. Schlangen sind Reptilien ohne Bein. In Europa gibt es zwei grosse Schlangenfamilien, die Nattern und Viperen. Das bis Viperen bist sehr selten. Sie flüchtet lieber. Aber wenn sie einmal bist, kann ihr Gift tödlich sein für die Menschen. Sie braucht ihr Gift vor allem zum Gemüse töten, bevor sie sie frisst. Die Ringelnatter heisst Ringelnatter, weil sie einen weiss-schwarzen Ring hinter dem Kopf hat. Sie ist meistens klein, aber sie kann 2 Meter lang werden. Sie badet gern und sucht zum Beispiel Kalkquappen, die sie gern frisst. Die gelgrüne Zornnatter ist grün mit schwarzen Strich und sie hat einen gelb-schwarzen Bauch. Sie sieht etwas wie ein Gartenschluch aus. Wie die Ringelnatter ist auch die Zornnatter nicht giftig. Aber wie ihr Name schon sagt, ist sie schnell zornig. Habt ihr denn Arbeitsteilung? Hat eine von euch zwei eine Spezialität so und eine andere Spezialität so? Ja, der Andrin macht mehr auf dem Computer und ich tue mehr das Buch schreiben. Das ist doch mal lustig. Muss man da immer lachen? Ja. Warum? Weil wir nicht die gleiche Idee haben. Und was macht ihr denn, wenn wir nicht die gleiche Idee haben? Nachher tut der Andrin schreien. Das ist lustig manchmal. Welchen Vogel wollt ihr unbedingt filmen? Der Wanderfalk. Der Wanderfalk? Ja. Zu Brienzwiler am Oberrand vom Brienzersee hat der 17-jährige David einen Film gemacht über Rotmilan. Von einem günstigen Punkt aus hat er ohne zu stören Einblick in ein Nest mit 3 jungen Milan und hat dokumentiert, wie sie die Eltern aufziehen. Der 13-jährige Fabian hat Vögel gefilmt, die zu Unterlangenegg ums Haus herum gebrütet haben. Und wie?
spektakuläre, sorgfältige Bilder, die viel Geduld und Einfühlungsvermögen brauchen, dass man sie bekommt. Leonardo, der Oskar, der Jona und Milena. Sie haben als zweites Team zu Basel als Klassenarbeit Schwäne im Park von der 83 und am Bärskopf gefilmt. Die 10-jährige Sanja zu Basel hat sich Nilgans auf dem Rhein vorgenommen. Eigentlich eine fremde Art, die aber doch in der Nordwestschweiz erfolgreich ihre Jungen aufzieht. Ein engagierter Film, der viel Gefühl für die Wasservögel und ihre Bedrohung durch den Menschen zeigt. Der Leon war mit der Kamera im Garten unterwegs. Von der Kreuzspinne im Zeitraffer, über einen Lilienkäfer, zum Goldwespe und dem Ameisenleu, der im warmen Sand seine Fallen für die Ameisen baut. Beweist er in seinem Video einen scharfen Blick für kleine Lebewesen. Das sind Ameisenleue. Hier baut gerade einen Trichter. Und der 17-jährige Timothy von Erlinsbach hat mit seiner Kamera am Froschteich einen kurzen, aber gelungenen Zeitlupe-Augenschmaus zu Frösch und Insekten produziert. Der letzte Besuch von heute geht ins Val Madris im Bündnerland auf der Halb. Hier hat die Lehrerin, Journalistin und Hirtin Flavia Brüsch 5 Kinder bei einem Filmprojekt angeleitet. Ich bin der Louis. Ich bin der Ivan. Ich bin der Ursin. Ich bin Alma. In unserem Film erzählen wir vom Leben auf der Alp und der heisst «Oh nein». Zu den vielen Fröschen in der Gegend haben sie die Bündner Amphibienfachfrau Renata Fulcri interviewt. Renata Fulcri? Sie sind auch im Avers zuständig. Was ist dort so speziell? Im Avers, im Val Madris, gibt es ein Amphibienleichgebiet von nationaler Bedeutung. Und das heisst, es hat dort Gewässer, das mega, mega, mega viel Grasfrösche hat. Und das macht Val Madris auch so besonders. Du hast dort so viel Grasfrösche unterwegs, wie man sonst ein bisschen suchen kann. Ein Mini-Grasfrosch, der sich gerade aus der Kaulquappe verwandelt hat. Weil die Lastwagen, die drin auf die Alp bringen, die Leichtümpel von den Fröschen verquetschen, haben die Alpkinder einen Bach gestaut. Wie sieht denn das aus? Also, was ist denn die Handorgeln abzusichern? Ja. Also zuerst ist hier so ungefähr so ein tiefes Bächchen. So. Aha. Sagen wir mal. Also ich meine so breit. Und die Tiefe ist ungefähr jetzt, weil dort geht so das Bächchen durch. Und dort haben wir sie eben rausgetan. Und das haben wir hier im Moor gebaut. Also okay. Im Moor, ja. Ein Sumpf? Ja, Sumpf. In den Ersatztümpel haben sie den Tross geköpft, vorschlafen, den sie gerettet haben und die Milch dokumentiert. Und jetzt haben sie ein Biotop schaffen, wo die Milch und Frösche und Kaulquappen sicher sind? Ja. Und wieso da rauf? Sollte ich da rauf tun? Ja, weil die Lastwagen zu viel fahren. Und darum bin ich raufgekommen. Das hier, die Kaulquappen, wenn die Kaulquappen zu lang aus dem Wasser sind, dann trocknen sie aus. Und sie haben so wie Schleim auf sich. Weil dann geht das Wasser an ihnen vorbei, dann schwimmen, wie bei den Fischen. Einfach bei der Milch hat es nicht, weil sie gehen manchmal halt raus. Und darum, wenn sie rausgehen, dann brauchen sie das halt nicht, weil im Wasser sind sie eh recht schnell und der Biber hat das ja halt auch nicht. Euer Film heisst «Oh nein». Die unvermeidliche Frage, Ivan, wieso heisst das «Oh nein»? Das weiss ich nicht. Ich weiss es, weil es ist, weil dann ist dort so der Munk und nachher sagt er, er wird geschossen. Und nachher heisst er, oh nein, er wird geschossen. Oh nein, genau. Ja. Und das hat der Titel für den Film. Ja. Er hat ja auch Unterwasseraufnahmen gemacht. Zeig mal GoPro. Ja. Genau. Mit dieser GoPro haben wir Unterwasseraufnahmen gemacht, Fisch gefilmt. Und dann haben wir die Idee gehabt, die quer durch den See zu ziehen. Ist da etwas rausgekommen dabei?
eigentlich nicht so viel. In der Gruppe entdecken und dann filmen. Die Kamera als Motivation und Herausforderung näher und genauer anzuschauen. Zu experimentieren in der Natur. Wie kann man filmen, um herauszufinden, was hier im Bergsee lebt? An einem Holzschiffchen angemacht, ziehen sie eine wasserdichte GoPro-Kamera an einer Fischerschnur quer durch den See. Aber ausser nassen Füssen ist nicht viel rausgekommen dabei. Louis, deine Schuhe! Wer hat die Idee gehabt, die Kamera durch den See zu ziehen? Ich glaube, du nicht. Ja, aber es ist natürlich alles dann so. Der See ist halt nicht so klar und er ist recht tief. Ja. Kaum über ihn hat man nichts mehr gesehen. Man hat noch, jetzt hat einen Fisch und so müssen wir über die Kamera durch den See. Aber das habe ich gemeint. Ist das ein Fisch gewesen? Nein, das ist glaub, der Schatten von der Kamera. Nein, eben nicht. Mal schau da unten. Geht das, aber da ist etwas. Jetzt einmal mehr geheißen. Oh nein. Was hat denn funktioniert? Was haben wir denn für Unterwasseraufnahmen können machen, die funktioniert haben? Wir haben sie einfach ins Wasser gelegt und nachher sind wir zu Fischen gekommen und eine haben wir. Dann halt Fische und nachher habe ich halt einen gefangen. Ist das der Forelle gewesen? Ja. So haben die Forelle nicht verwünscht. Ja. Wieso nicht? Sie haben einfach zu schief. Wo haben die den Film geschnitten? In der oberen Hütte. Hier. In der oberen Hütte? Und da hat es mal einen Stromausfall gegeben? Ja. Was haben die denn gemacht? Pech gehabt. Oh nein! Aber wo ist das so das Gefühl, wenn es keinen Strom mehr hat? Was machen wir denn? An der Kalle? Kerzen. Kerzen und Taschenlampen? Nein, Taschenlampen nicht. Hat es einen Haufen auch nein gegeben, während wir den Film gemacht haben? Ja. Das mit der GoPro, oh nein, ist nicht gegangen. Das mit den Munken, oh nein. Dann hat es nur Reh gehabt und die haben Hirschwellen, oh nein. Und Ivan, was hat dich am meisten gepackt beim Filmen? Ja, es war halt immer die Anspannung, ob jetzt die Tiere noch mit Graben kommen oder ob sie weggehen. Und es macht einfach Spass, zum Display zu schauen und zu sehen, wie ein Steinbock drauf hat. Ich sag dir, jetzt ist es komisch. Ich filme mich. Dass einem beim Filmen in der Natur also nicht immer alles klingt, wie man es gerne hat, das kennen auch wir bei Netz Natur nur allzu gut und auch wir sagen immer wieder «Oh nein!». Wer Netz Natur ein bisschen länger kennt, der weiss, dass wir bereits vor 10 Jahren, also 2009, das erste Mal eine Jungfilmer-Aktion durchgeführt haben. Und wir haben dort mal einen ganzen Haufen Filme eingeschickt gekriegt. Und es hat uns Wunder genommen, was aus den Jungfilmerinnen und Jungfilmern von dort mal geworden ist. Ich habe 2 von ihnen besucht. Zuerst der Terenz Ziegler, der heute nach einer Lehre als Forstwart ein Studium als Forstingenieur angefangen hat. Er hat dort mal einen Unterwasserfilm gemacht, im Deich bei Steinmauer. Wirklich ganz am Schluss waren die Karpfen so zuträglich. Da bin ich am Schluss nur noch in Schwärmen von Karpfen. Ich habe nicht gedacht, dass ich mal wirklich so nah an die herkomme. Wie erinnerst du dich an das Projekt vor etwa 10 Jahren? Das war eine sehr spezielle Zeit für mich. Es war sehr intensiv. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit der Greta Thunberg. Ich habe mich damals wirklich so ein bisschen, wahrscheinlich etwas ähnlich gefühlt, wie sie sich heute fühlt. Es ist ein grosser Druck, der auf einem lastet, wo man aber sich selber auch macht, weil man das Gefühl hat, dass man eine Verantwortung hat für die Natur in dem, was man macht. Mhm. Jetzt, wenn du dich zurückerinnerst an die Filmerei, wie ist das geblieben? Was hat das für dich bedeutet noch in deiner weiteren Laufbahn? Ich sage, es hat einen sehr grossen Einfluss auf mich gehabt, jetzt über die letzten 10 Jahre. Ja, ich habe einen Vortrag gehalten beim Vogelschutzverein. Mit dem Film? Genau, habe ich meinen Film dürfen zeigen, unter anderem. Das sind ein paar Nachwirkungen, hat es dann gegeben. Und der Film, was hat das bewirken sollen? Der soll die Leute
rausholen in die Natur. Und ein Selbstbewusstsein oder ein Bewusstsein für die Natur kreieren. Also, dass es auch immer so ein Teich Lebewesen hat? Unter anderem überhaupt, dass das Leben an sich das Wichtigste ist. Überhaupt. Nicht nur das menschliche Leben. Das Leben um uns ist ja notwendig, dass wir überhaupt existieren. Und das Bewusstsein fehlt sehr vielen Leuten. Am Baldeckersee die Mivia Wehrli, die heute eine Lehrerinnenausbildung macht und die damals 10-jährig einen poetischen Film über Schmetterling gedreht hat. Komm, flieg mit mir mit. Und dann fliegen wir den Schöfli durch. Hoi zusammen. Und dann bei den Sonnenblumen. Oi! Eine schöne Sonnenblume. Und dann bei der Echinacea. Wow! Schau mal die schöne Sonnenhüte. Und Rüebli. Das liebe ich. Und? Habt ihr schon herausgefunden, was ich bin? Ich bin ein Schwalbenschwanzschmetterling. Also, 10 Jahre später, was hast du für Erinnerungen an die Aktion, die wir gemacht haben heute? Mega lustige und vor allem auch von der Raupenaufzucht. Das hat mir unglaublich Spass gemacht. Und das Filmen? Ich nicht, nein. Ich habe die Kamera habe ich auf ein Foto gebraucht. So. Alle meine Schafe abgelichtet. Hat denn aber die Filmerei für dich etwas gebracht, also zum genau anzuschauen? Oder? Ja, sicher. Also, ich habe ja so viel, wenn man so auf ein Thema fixiert ist, dann macht man die Augen auf und man fällt einem auf. Und ich habe unglaublich viel gelernt über Insekten und halt auch über Filme, so, ein bisschen Filmtricks. So. Und ich habe mega viel gelernt, ja. Und das Filmen zum Jugendlichen an die Natur anführen, ist das für dich auch in deiner Lehrtätigkeit eine Option? Ja, sicher. Ich meine, durch Filmen lernt man hinschauen und beobachten, sofort reagieren. Und das, sonst läufst du durch die Welt durch und denkst, ja, schön sieht es aus und läufst weiter. Also es macht einem schon aufmerksam, wenn du ein Thema hast. Wie ist in deiner Wahrnehmung das Interesse der Kinder von heute für die Natur? Kann man sie noch begeistern? Oder ist sie also, ja, also, wenn ich im Praktikum gemerkt habe, sie haben ein riesiges Interesse gehabt. Also, ich habe natürlich auch mit meiner Begeisterung habe ich sie angesteckt. Also, ich habe natürlich was nicht verwundlich ist. Ja, wirklich also begeistert halt von denen erzählt. Und dann habe ich sie absolut angesteckt. Und die sind dann auch sind wir ein Ausflügel gemacht und dann haben sie den Strassenrand abgesucht und so Brennnessel untersucht. Und das sind absolut, ja. Schöne Momente. Ja, sicher. Und ich schulde Ihnen noch eine Erklärung, warum dass wir die Sendung hier auf dem grossen Felsen über dem Lago Maggiore im Tessin angefangen haben und warum dass wir sie hier auch abschließen. Im Jahr 1973, also vor 46 Jahren, haben in diesem Gebiet zwei junge Gymnasiasten aus Basel, 17-jährig, für den Wettbewerb von Schweizer Jugend forscht, das Gebiet intensiv auf Amphibien und Reptilien untersucht. Und zur Illustration von dieser Arbeit haben sie hier einen Film gedreht. Der eine davon war durch Jörg Böhni. Und der andere, ja, der steht jetzt mit weißen Haaren vor Ihnen. Der Film, den wir dort mal gedreht haben, über Grotten und Frösche, über Schlangen und Eidechsen in diesem Gebiet, es hat ja noch kein Video gegeben, da haben wir aufs Format Super 8 Film produziert. Das Format, das wir uns als junge Leute dort mal haben können leisten. Das Gebiet ist aufgrund von unserer Arbeit zum nationalen Schutzgebiet erklärt worden. Und zur Musik von dort mal die erste Smaragdeidechse, die ich gefilmt habe. Und
hier mein erstes Fippern, mein späteres wissenschaftliches Thema. Die arme Erdkröte schützt sich vor ihren Feinden durch regelrechte Angeberei. Sie pumpt sich mit Luft auf und scheint so viel größer, als sie in Wirklichkeit ist. Am Tümpel gibt es immer viel zu beobachten. Hier sehen wir Wasserfrösche beim Sonnenbad. Diese Tiere sind sehr scheu und jede Annäherung veranlasst sie zu panischer Flucht. Kopf voran ins Wasser. Wie aber solche Frösche filmen? Ich begebe mich auf die gleiche Ebene wie Sie und kann Sie auf diese Weise ruhig beim Beutefang beobachten. So ließen Sie sich auf den Arm oder in unserem Fall aufs Bein nehmen. Man kann so sagen, dass das Filmen von der Natur, von Tieren und Pflanzen im jugendlichen Alter später durchaus seine Auswirkungen haben kann, wenn man meinen Fall anschaut. In den mehr als 40 Jahren, seit ich meinen ersten Film gedreht habe, ist in der Natur so wahnsinnig viel passiert. Mit Tieren, mit Pflanzen und leider meistens nicht zum Guten. Ich werde Ihnen jetzt Details zu all den Hiobsbotschaften vom Verschwinden von den Insekten, vom Abholzen, vom Abbrennen von den Regenwäldern oder auch vom Schmelzen von den Gletschern und vom Permafrost, der zu Bergstürzen und zu Steinschlag führen, all das werde ich Ihnen jetzt im Detail ersparen. Aber eins ist klar, die Natur ist noch nie so unter Druck gestanden, so stark, seit es Menschen gibt auf diesem Planeten. Und da sind natürlich junge Leute, die schon vor 10 Jahren bei unserer ersten Tierfilmaktion mitgemacht haben. Und auch die, die diesmal wieder ihre Videos eingeschickt haben, ein Zeichen dafür, dass es immer wieder Junge gibt, die Tiere und Pflanzen wahrnehmen, die sie respektieren und vielleicht dann auch im späteren Leben Verantwortung übernehmen für sie. Dass man allen Lebewesen Sorge gibt. Dass man einen Raum gibt, neben allen kurzfristigen und rücksichtslosen menschlichen Interessen, die Möglichkeit für die Existenzlust. So, dass auch die nächsten Generationen sie noch erleben können. In der nächsten Sendung am 28. November will Netz Natur hoch raus. Wir erzählen uns heute um die Bartgeier, die man seit mehr als 30 Jahren ausgewildert hat, in der ganzen Alpen steht. Morgen um 5 ab 8 hat bei SRF bei den Leuten jemand Heimweh. Und jetzt dann gerade zeigen junge Diplomaten, was sie können. Alle die tollen Filme von jungen Leuten, die bei unserer Tierfilmaktion mitgemacht haben, finden Sie bei uns auf unserer Homepage im Internet. Und zwar in voller Länge. Und dort können Sie auch die heutige Sendung Netz Natur noch mal anschauen, wie übrigens alle Eigenproduktionen von Netz Natur bis zurück ins Jahr 2006. Und das Netz Natur-Team hat beschlossen, dass wir in nächster Zeit werden Jugendliche beraten, wenn sie selber einen Tierfilm machen wollen, sei es jetzt als Einzelne oder auch zusammen in der Klasse. Mehr Informationen dazu findet man auch im Internet. Das war's für heute. Das ganze Team verabschiedet sich von Ihnen und freut sich, wenn Sie am 28. November wieder dabei sind. Ade miteinander.